Brauchen wir überall diese Fallenmaschine? Shit, die brauchen wir überall. Verdammt. Okay, das wird doch ein größeres Unterfangen, als ich dachte. Oh Gott, was das will ich haben? Mini-Geschützturm. Was zur Hölle? Okay. Tierfalle. Ja, wir müssen uns mit den Spikes, glaube ich, erstmal begnügen. So weit und so gut es geht. Würde ich sagen. Ja, ich mache mal mein Inventar leer. Das kann hier rein, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Der Hammer kann von mir jetzt hier rein, das hier rein. So, diese blöden Speere, die nehmen so viel Platz weg. Kann ich nicht irgendwo hier was reinlegen noch? Verdammt. Muss die Speere irgendwie loswerden. Oder ich lasse einfach im Inventar. Wir haben ja noch genug Platz. Ja, wir brauchen Holz. Jede Menge. Das heißt, wir werden ein bisschen Holz hacken gehen. Weil diese Dinger hätte ich gerne noch mehr. Warte mal. Ah, Moment. Der Hammer. Ich muss mal eben was testen. Just a moment, please. Wo habe ich den hingetan? Hier? Ja. Den nehmen wir ruhig mal mit. Auf die 8. Na, die 8. Und zwar würde ich gern das abreißen hier, wenn das geht. Sehr schön. So, das kann man auch reparieren mit T. Solange man Äste hat und so, dann geht das wohl. Ich glaube, man sieht auch, wie viel Prozent das noch hat, ne? 95, 89, 75... Brauchen wir hier alles nehmen. Ah, guck mal an. Da ist noch was. Kein Ast mehr, okay. Das heißt, wir müssen ein bisschen Holz farmen. Gefällt mir gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich würd tatsächlich das mit dem Wasser mir mal angucken wollen. Kann ich einen Marker setzen? Nee, ne? Das heißt, wir müssen die Straße hoch und an der Kreuzung links. Ich würde mir das mal angucken gehen. Bevor wir jetzt hier anfangen, groß rumzubauen. Ob wir vielleicht eine, vielleicht doch eine etwas sichere Gegend finden. Eine erhöhte Base. Ich würde hier vielleicht, glaube ich, über der Straße. Aber da würde ich gerne rein. Da gibt es bestimmt jede Menge Stuff. Wenn wir schon einmal hier sind, meinst du? So, weißt du? Gehen wir mal gucken. Schauen wir mal. Kann ja nicht verkehrt sein. Ja? Okay. Ich komme später wieder. Ich komme später wieder. Nimm alles mit. Das war so klar. Oh nein, und der brüllt, ne? Der eine. Ich hau ab. Da war wieder so einer, der die Nachbarschaftshilfe ruft. So, hier lang muss ich jetzt. Ist das Eisenerz? Das ist Stein, ne? Oh, da ist wieder einer, der ruft. Oh, der ist schrecklich. Er ruft die ganze Nachbarschaft. Ist ja toll, dass die Nachbarn... was? Ist ja toll, dass die Nachbarn hier zusammenhalten. Aber, er sieht mich Gott sei Dank noch nicht. Das müsste jetzt die Straße sein, ne? Ich guck mal eben schnell. Ja, das ist die. Wir müssen jetzt hier runterlaufen. Oh nein. Der Rotzer. Wo ist er hin? Nein! Hör auf zu brüllen! Bleib hier! Du Schlingel! Oh, Alter! Boah! Schnell weg! So. Da gucken wir uns das mal an. Beeil mich. Den Stein nehme ich mit. Ein kleiner Stein. So. Ist so viel Gestein. Ich weiß nicht, ob es halt normaler Stein ist oder Eisenerz. Ich weiß halt nicht, ob man sich eine Brücke bauen kann. Das wäre halt echt nice. So,
So, hier müsste das Wasser jetzt kommen. Genau da. Oh ja. Ist ja nicht weit weg von unserem Zuhause. Oh, Leute, ich glaube, da sehe ich uns. Ja? Hallo, Hasi. Entschuldigung. Aber ich habe Hunger. So, vielleicht für später. Auch eine schöne mit Umrandung und so. Aber ich gehe mal da gucken. Wenn wir schon einmal hier unterwegs sind. Hochmotiviert gehen wir hier lang. Wir haben ein paar Berge und so. Ich weiß halt nicht, ob die Zombies schwimmen können. Das wäre mal interessant rauszufinden. Einfach mal, um zu wissen, so... Läuft ein Fuchs, ich dachte schon. Einfach mal, um zu wissen, ob die ersaufen können. Platsch, 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 platsch. Platsch, platsch. Eigentlich schön hier, ne? Weil kann man immer sehen, von wo die kommen. Da reißen wir auch dann unsere Zäune ab. Dann kriegen wir ja wieder Holz und Material und so. Und dann bauen wir einfach hier. Aber ich glaube, das ist nicht tief genug, dass die hier trinken, ne? Ja? Ah, das ist nicht tief genug. Ne. Das ist hier nicht tief genug. Das ist einfach nur so ein kleiner Bach oder so. Das ist natürlich shit, ne? Scheiße. Ach, falsch gedacht. Ich hab gedacht, das klappt oder so. Aber anscheinend ja nicht. Mann, so ein Mist. Was ist denn sonst noch hier? Da ist ja auch noch was. Also hier so. Könnte auch noch eine Stadt sein. Ich gehe mal gucken. Ich weiß, wir sollten uns eigentlich ein bisschen vorbereiten. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Bevor das große Rennen wieder losgeht. Weil wir müssen uns doch ein bisschen verteidigen. Und Eisen wird, glaube ich, nicht einfach sein herzustellen. Das heißt, wir müssen wirklich Holz hacken wie so ein Wahnsinnigen. Oh, eine alte Scheune. Was sind wir denn jetzt hier? Ja. Ah, hier sind die Gebäude. Und da kommt, glaube ich, noch eine City. So. Ich hacke Holz. Ich hacke Holz. Ich hacke Holz und bin so stolz. Und da kommt schon wieder links einer. Ich sehe ihn. Natürlich. Natürlich. Guten Tag. So. Kopf weg. Alles weg. Wir gehen in die City. So, gucken, ob da irgendwie was Base-mäßiges Gutes wäre für uns. Oh. So, wenn man auf den Kopf zielt, ist ganz gut, ne? Das ist kein guter Raum. Da flimmert der Zaun. Hallo, guten Tag. So, das nehme ich mal an mich, danke. Ist das... Oh nein, ist das eine Stadt? Oder ist das ein Kernkraftwerk? Weil da hinten sind so... Ja, ist doch gut. Beruhig dich. So, danke. So. Hallo. Greift er uns an? Ich glaube, ja. Ich glaube, wenn er zu uns kommt, greift er uns an. Glaube ich zumindest, oder? Vielleicht hat er sich das auch anders überlegt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir kommen der Sache näher. Bin mir nicht sicher. Geh mal hier rüber. So, warte mal. Was haben wir denn hier Schönes? It's got to be perfect. Was haben wir denn da? Ist das ein...
Oh, das ist so eine Kraftwerk. Ja, doch. Kraftwerkbereich. Oh, das ist der Bereich, wo ich damals im Stream war. Oh ja, da wimmelt's nur von Zombies. Oh, da müssen wir später nochmal hin. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Das ist hier so ein bisschen mein Startgebiet gewesen, mein anderes. Da bin ich, glaube ich, von da oben irgendwo gekommen. Oh, das ist so ein... Oh Gott. Da wimmelt's richtig von den Jungs und Mädels. Ja, mit dem Wasser bin ich ein bisschen unzufrieden, dass es nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich frage mich gerade, warte mal, was brauchen wir denn nochmal für Fundamente? Eingänge, Durchmesser, das Fundament, um das Gebäude von dem Bau zu erobern? Fundament und... Okay. Weiß nicht, ob die sich das irgendwie unterscheidet oder so, müssen wir mal gucken. Ich würde ja gerne mal ausprobieren, ob man von einem Berg wegbauen kann. Ob man in der Luft spielt mit der Base, ob das geht. Das wäre halt witzig. Ich glaube zwar nicht dran, dass die Entwickler daran gedacht haben. Warte mal. Ich teste das mal hier. Das ist nichts, oder was? Was ist denn das Schönes? Ist das Stein? Das sieht aus wie Eisenerz. Nichts geschafft, ne? Ja, Stück Eisen. Okay, so sieht Eisen aus. Und schon mal merken, wir haben nichts geschafft, ne? Muss man einfach so sagen. Wir haben nichts geschafft. Nimm mich nochmal mit. Wenn wir schon dabei sind. Diese Fallenmaschine, also diese... Diesen Gegenstand, den wir da brauchen für diese Fallen. Was? Ernsthaft? Brauchen wir auf jeden Fall auch noch irgendwie. Ernsthaft, ein Wolf jetzt. Bleib mal in der Geduckthaltung. Oh, da links liefert... Ah, nee. Das war der Fuchs. Wo ist der Wolf? What does a fox say? So. Jo. Ich will mal ausprobieren, ob das... Habe ich genug für ein Fundament? Habe ich. Ranke und Baumstamm. Das auch. Ich will mal was testen wollen. Ob das geht. Einfach nur spaßeshalber. So, warte mal. Teste das mal. Moment. Niedriger. So, warte. Einfach nur mal testen. Moment. Vielleicht doch ein bisschen. Snappen war alt, ne? Macht er nicht, ne? Sauhund. Macht er nicht, weil wahrscheinlich der Boden zu tief ist, ne? Nicht stützen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Weil sonst könnte man nämlich hier einfach in den Himmel bauen. Und, ja, geht mit einem anderen Fundament wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich teste es mal. Warte. Niedriger natürlich. Nein, okay. Alles klar. Gut. Dann hat sich das doch erledigt. So, nehmen wir mal einen Hammer, abreißen. Schade. Ich dachte, man kann das irgendwie umgehen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie wir das Ganze angehen. Im Defenden unserer Gegend. Ja. Kriegen wir schon irgendwie hin. Was? Ich stehe doch noch. Ernsthaft? Ernsthaft jetzt? Wieso habe ich zwei Hämmer in der Hand? Eva had a hammer. The hammer in the morning. Ja, das heißt, wir müssen nochmal dahin. Ich
wir müssen zu unserem Tod da. Na toll. Da falle ich runter, weil ich ein Krokodil sehe und sterb noch nicht mal am Krokodil, sondern am, am Fallen. Ah, das ist ja ganz toll. So. Ich find's gut, dass das Spiel uns rechts auch sagt, wie viel Minus wir mal kriegen. Minus 2 Schwefel, minus 3 Holz und so. Toll, danke Spiel. Ja, müssen wir unseren Stuff erstmal wiederholen. Ich hoffe, wir kommen da jetzt unbeschadet hin. War ja jetzt nicht allzu weit. Oh, shit, Mann. Wie ärgerlich. So, wir haben 11 Uhr morgens. Das gibt's nicht. Hier gibt's Krokodile. Leck mich fett. Oh Mann. Hier sehe ich überall Eisenerz. Ne, guck mal, hier auch schon wieder. Das heißt, es ist, glaube ich, gar nicht so schwer zu finden, Eisenerz. Man muss sich, glaube ich, nur ein bisschen umgucken. Nur wie gesagt, das mit der Maschinen, mit diesen Maschinenteilen. Oh nein. Mit diesem Maschinenteil wäre, glaube ich, mal interessant, ob man das irgendwo herkriegt. Wahrscheinlich durch die eine Werkbank. Ich hoffe, das Krokodil ist weg. Kommt der? Natürlich kommt der. Klar. Und ich düse und düse. Oh nein, da ist das Krokodil. Oh nein. Hau ab, Mann. Ich hoffe, es sieht uns nicht. Natürlich. Hallo. Und sonst so? Ich hoffe, hier sind nicht zwei. Das wäre blöd. Natürlich sind hier zwei. Klar, warum denn? Ich hoffe, das andere realisiert das nicht. Wir müssen uns ganz schnell beeilen. Ganz schnell. Alles, alles, alles nehmen. Und direkt weg. Boah. Aber du gibst lecker Fleisch. Hm. Toll. Ja, gut. Ich versuche dann mal hier zu entkommen. Zwischen den Krokodilen. Eine steht da in der Luft, das andere ist keine Ahnung wo. Eisenerz. Eisenerz, nicht Erz. Eisenärzte. Na. Links ist das eine Krokodil, rechts oben am Baum ist das zweite Krokodil. Und ich hacke einfach mal Eisenerz hier. Und wir brauchen jede Menge Holz. Ich würde es gerne mal testen mit der Brücke bauen. Ob wir da irgendwie eine Möglichkeit haben. Oder beziehungsweise einfach mal mit Baumstämmen und Holz und so, dass wir da irgendwie eine so ein paar Stacheln drumherum kriegen. Aber die kamen ja anscheinend ja nur von... was? Die kamen ja anscheinend ja nur von vorne, ne? Die Zombies in der Nacht. Das heißt, eigentlich für uns gute Möglichkeit... Ich hab High Ground, du nicht! Oh, da kommt noch einer. Was? Ernsthaft, noch einer? Schreihals, willst du mich verarschen? Wo ist er? Ich will nicht wieder runterfallen. Oh Gott. Was ist denn hier los? Wo kommen die auf einmal alle her? Waren das die von vorhin noch? Die mich verfolgt hatten? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weg hier. Ja, ich glaube, das sind die. Und der hat die jetzt gerufen, der eine. Ich muss weg. Wir haben auch nicht viel Leben, ne? Wir haben schon ein bisschen was runter. Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich schlafen? Ich glaube nicht, ne? So, das heißt, ich düse mal wieder zur Base. Boah, da ist Eisenerz. Nehme ich mit. Warte. Das nehme ich mit. Wenn ich die Möglichkeit habe, mache ich das. Ich hoffe, die kommt nicht, die alte. Doch, kommt, natürlich. Natürlich kommt sie. Zwei sogar. Und der andere da unten kommt auch noch gleich, ne? Er hat uns noch nicht gesehen.
Ist auch ganz gut so. Mann, ich will gar nicht so lange kämpfen jetzt hier. Ich will jetzt eher einfach mal farmen. In Ruhe. Wir haben noch gar nichts gesehen von der Karte. Von der Karte haben wir überhaupt nichts gesehen. Richtigen Scheiß. Ist auch Eisenerz, ne? Oder? Ist das? Und ich bezweifle, dass das Eisenerz ist. Wenn wir es schon hier haben, nehme ich es mit. Ist das ein Pferd da oben? Nee. Das ist kein Pferd. Es ist ein Pferd und es heißt Gerd. So. Gut. So. Wenn man überlegt, ne, dass das Spiel hier... Ich glaube, ich habe es... Habe ich es am Anfang gesagt? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber es wurde tatsächlich, glaube ich, von nur einem einzigen entwickelt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Keine Ahnung. Oder ob ich da falsch informiert bin. Ich weiß es nicht, aber ich meine, wie es losging mit dem Spiel, das habe ich mir direkt zum Early Access geholt. Schon ewig her. Da meine ich das mal gelesen zu haben, dass es wirklich von einem einzigen Menschen entwickelt wurde. Und dafür ist das schon... Gut, es kupfert sich natürlich ein bisschen was ab bei anderen Spielen, aber bei anderen Spielen. Aber gut, Konkurrenz belebt das Geschäft. So sehe ich das. Und warum denn nicht? Ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das hübscher wie Seven Days. Klar, man kann Seven Days natürlich mit Mods spielen und so, tralala, klar. Aber ich finde das. Oh. Aber ich finde das schon ganz cool hier. Hier liegen noch. Oh, hier liegt ja noch Stuff rum. Genau, von unserer Nacht der lebenden Untoten. So. Unserer Nacht der Nächte. Finden wir noch ein paar Säcke hier. Da liegt auch noch ein Sack. Alter Sack. So. Oh, der Eisenerz direkt vor der Tür. Nehme ich mit. So, wir brauchen Holz. Ich werde wahrscheinlich hier alles abroden. Das würde ich gern machen. Damit wir ein bisschen Holz haben und ein bisschen was bauen. Ich würde gerne eine Falle bauen, wo die hochlaufen und dazwischen quasi so eine Falle, wo die reinfallen dann. So haben wir, ne? Oder? Ah, noch mehr. So, jetzt aber. Deswegen, lass mal gucken, dass wir hier vielleicht ein bisschen Holz farmen. Machen wir das mal. So. Nehmen wir auch ein bisschen Ranke und so. Wieder Level Up! Okay, stimmt. Wir können ja leveln. Habe ich ganz vergessen. Muss ich gleich mal gucken. So, warte mal. Das war Leveln, war handgemacht, ne? Nee, wo war denn das nochmal mit dem Leveln? Weiß es gar nicht mehr. Wo war denn das? Selbstmord? Nein. Ja, handgemacht. Wo war denn das mit dem Level nochmal? Ich weiß das nicht mehr. Notiz, Journal? Nee. Muss mal in der Einstellung gucken. Verdammt. Entschuldigung. Tagebuch. Mit J. J vielleicht? Ah, nee. J ist Journal. Genau. Was war denn... wie waren dann Charakter? Ach, mit C. Ah ja, genau. Hier. Teil... Aufmerksamkeit vielleicht. Ausdauer und Vitalität. Und dann nehmen wir nochmal ein bisschen Stärke rein. Komm. Entscheiden. So. Gut, weiter geht's. So, da hau ich den Baum richtig weg, Alter. So. Bam. So, 12 Uhr haben wir. Krass, wir sind schon ein paar Mal gestorben, ne? Muss man ja sagen. So. Ich würde das gerne mit Fundamenten bauen. Die wollen ja vorne bei uns rein, anscheinend ja immer, ne? Zumindest versuchen sie es. Ich habe da so meine Vorstellung von einer Zombie-Falle. Muss gucken, ob es klappt, weiß ich nicht. Wir werden jede Menge Holz brauchen.
Schauen wir mal. Yes. Yes or no? So, nehmen wir auch noch mit. Gut, Fundament. Hammer ausrüsten, ja. So, die drei würde ich noch mitnehmen, die drei von der Tankstelle hier. Na. Ich dachte, wäre schon durch. Ha, hu. Ha. Ah. So. Hört sich komisch an. Ob du irgendwas Weiches haust oder so. Oh, wie kriegen wir Samen? Mm, geil, Samen. So, wir haben den Hammer, ja. Ich würde mal eben gucken, wir würden gerne, oder ich würde gerne, die Spikes abbauen und dafür neue bauen. Kann ich es abreißen mit, ja, machen wir mal eben schnell. Eben schnell ist gut. Ja, noch einiges zu tun hier. Geht das auch schneller? Da ja hier jetzt sowieso die große Öffnung ist, kommt das eigentlich ganz gut. Die versuchen ja wahrscheinlich immer den direkten Weg, ne, zu mir. Oder? Wenn offen ist. Also vermute ich jetzt mal. Weil ich glaube, so anders schlau sind sie jetzt, glaube ich, nicht. Haben wir so viel Mühe gegeben mit den Dingern. So. Müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir für die nächste Nacht definitiv... Ah, der Kreis füllt sich da oben so langsam. Wir haben 13 Uhr. Dass wir für die nächste Nacht auf jeden Fall sehr gut vorbereitet sind. Und das möchte ich jetzt angehen. So. Das muss weg. Das muss auch noch weg. Und dann haben wir es erstmal. So, mein Plan wäre jetzt, solche Fundamente zu bauen. So, niedriger. So. Aber dann ruhig ein bisschen höher. Und die Höhe dürfte eigentlich reichen. Und zwar hier anknüpfen, genau. Das macht er schon richtig. Ja, genau. Nur noch Hammer. Was? Tipp? Aus, was? Hammer ausrüsten. Mache ich doch. Ich habe auf 7 einen Hammer und ich habe auf 8 einen Hammer. Fundament, aktualisiere Fundament. Achso, aktualisieren. Wie kann ich denn upgraden? Achso, ja, das machen wir noch. Ich war jetzt erstmal hier bei. So, warte. Niedriger mit Q. So. Ah. Muss man mal eben eine Treppe bauen, damit ich hier auch hochkomme. So, die muss ich mal drehen. Und natürlich niedriger wieder. Kann ich da nicht bauen, ist nicht schlimm. Wir bauen sie dann hier erstmal hin. Geht es nur darum, dass ich einmal hier hochkomme, ja? Oh nein, er hat das Fundament falsch gebaut. Ernsthaft jetzt? Hm, man hat das so doof gesehen. Da muss ich nochmal abreißen, egal. Ich dachte, er hat es richtig angeknüpft. Mann, verdammt. So, also auf ein neues. So, unten lassen wir zu, weil die sollen ja unten nicht durch. Niedriger, mit Alt anknüpfen bitte. Das müsste passen. Ja, genau. So, noch eins und noch eins bitte. Soll noch mehr hin gleich. Von mir ist auch noch ein paar mehr. Ja. Ja, für vorne reicht das, glaube ich, erstmal. Fürs Erste. Vielleicht hier noch eins hin. So, dann machen wir hier noch eins hin. Dann ungefähr... Na? So, die Breite müsste 2 breit werden, stelle ich mir vor.
Das reicht erstmal, glaube ich, oder? Ah, komm, einen geben wir noch. Einen geben wir noch weiter. So, dann dahin. So. Genau. Dann hier. Wir müssen das einfach mal testen, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. So. Genau. Sehr schön. So. Hier vorne kommen noch Treppen hin. Problem, wir haben auch Leute, die... Also wir haben noch Viecher, die springen. Oder beziehungsweise Zombies. Natürlich auch blöd. Meine Idee wäre jetzt dann quasi, Spikes da unten reinzubauen. Wenn das geht. Das geht mit Sicherheit. So, niedriger mit Q. Höher mit H. Und dann bitte... Na, snappt das? Ja, snappt aber soll er nicht. Geht das so schlecht, aber ich glaube... Mach das mal so. Ich weiß halt nicht, ob die dann da genau da reinfallen. Das ist halt so... Das geht nicht, weil... Achso, zu hoch. Ist ja gar kein Problem. Gehen wir hin. Nein, warte. Nicht ansnappen. Bisschen drehen, bitte. Niedriger. Ganz. So. Nicht? Okay, aber ist ja nicht schlimm. Alles gut. Höher mit H. Ah, wie höher. So. Okay, Materialmangel, wir brauchen Seil. Okay, und Seil können wir Treppe bauen, ne? Warte. Treppe bauen, ja, natürlich. Jo. Von mir aus war gerne auf der anderen Seite schon mal. Wollen wir schon mal testen. Wenn da einer hochkommt, ob das klappt. Oh, das wird lustig. Oh, das wird lustig. Ich freue mich. So, Seil. Haben wir noch Seil? Wo ist die Tür hin? Ach, ich wollte schon gerade sagen. Hä, was ist mit der Tür denn? Okay. Na dann. Haben wir noch Seil? Wir haben noch drei Seile, genau. Aber wir haben noch Ranken. Warte, man damit nicht Seil herstellen? Wo stellte man denn nochmal Seil her? War das hier? Nein, doch. Ah, Stoff und Ranke brauchen wir dafür. Können wir jetzt genau 11 herstellen. Wow. Aber Stoff können wir auch herstellen, ne? Sehe ich gerade. Warte. Aus Blätter, ja genau. Daraus können wir dann wieder Seil herstellen. Sehr schön. So. Also geht das ja. Das klappt ganz gut. So, ich bin so fröhlich. So fröhlich, so fröhlich, 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 so fröhlich. So fröhlich, so fröhlich, fröhlich, fröhlich. So, genau. Wir bauen weiter. Niedriger mit... Bitte? Nein. So, nein. Ja. Ich hoffe, das klappt. Ich bin mir nicht sicher, ob die daran sterben. Weiß ich nicht. Achso, andere Kollision. Da müssen wir es ein bisschen drehen. So. Das geht nicht. Okay, alles gut. Wir haben kein Material mehr, oder? Oder doch? Nein, wir haben kein Material mehr. Ja. Was fehlt denn? Ach, Holz. Ernsthaft, es fehlt Holz. Wirklich? Kann mir gar nicht vorstellen. Komm, mach mal noch Holz. So, warte. Müssten wir hier herstellen? Ja. So, ich mach mal 23.
Haben wir erstmal wieder was. So. Oh ja, 14 Uhr. Das geht doch relativ zügiger, als ich dachte. Wenn man einmal hier so ein bisschen im Flow ist, geht das doch schneller, als ich wirklich dachte mit dem... Na. Dass hier welche kommen. Das geht doch ein bisschen schneller. Zeit um hier. Mach das jetzt mal frei nach Hand. Ich hoffe, das ist tief genug. Also, nicht, dass sie hier draufstehen und dann darüber gehen, weißt du? Oder zu uns reinkommen. Wenn nicht, muss ich noch ein höheres Fundament machen, dass sie da wirklich reinfallen. So. Das sieht doch ganz gut aus eigentlich, ne? Aber ich habe so ein bisschen das Problem oder das Gefühl, wenn die hier drauf fallen, dass sie einfach rüberhüpfen. Dass man vielleicht doch eine Erhöhung macht. Vielleicht. Noch ein Fundament drauf. Und noch ein Fundament bauen. Nein, uns fehlt Holz. Ah, Baumstamm. Oh mein Gott. Ah, Freunde, ich würde sagen, wir machen das beim nächsten Mal weiter. Und dann freut ihr euch, genauso wie ich. Ich bin so gespannt, ob das alles klappt. Ja, die können außen noch dran. Wir haben noch einiges zu tun, bevor es hier richtig wieder zur Sache geht bei der Nacht 2. Ich hoffe, wir überleben sie. Und ja, müssen wir irgendwie unsere Hütte bewachen. Vielleicht gehe ich auch einfach in die Hütte, weil die können sie ja eigentlich nicht abreißen. Aber ja gut, mal schauen. Vielleicht die Tür, ich weiß es nicht. Gut, wir sehen uns wieder in einer weiteren Folge. Ich freue mich auf euch und dann schaltet ihr wieder ein, wenn es heißt Night of the Dead. Bis dann, macht's gut. Tschüss.